Moin, heute wollen wir uns mal den neuen Champion Quinn and Valor anschauen. Das bedeutet, ich war auf dem PBE-Server und habe mir die Freiheit genommen, ganz einfach mal hier ein kleines Spotlight über ihn zu machen. Hierbei muss ich sagen, dass die Angaben vollkommen ohne Gewähr sind. Das bedeutet, Änderungen sind natürlich noch möglich. Außerdem werde ich mich mehr auf die Fähigkeiten und auf Besonderheiten konzentrieren als auf das Gameplay. Wenn ihr jedoch nicht auf das Gameplay verzichten wollt, könnt ihr ganz einfach in die Beschreibung schauen. Da habe ich euch einige Links reingepackt. Gut, schauen wir uns diesen Champion mal an. Hierbei muss ich dazu sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, als was er gespielt werden kann. Denn man muss sagen, dass er sich auf der Botlane als AD-Carry sehr, sehr wohl fühlt, aber auch mehr auf Tankiness gespielt werden kann. Das bedeutet, er bringt einige gute Fähigkeiten mit, die ihn zu einem effektiven Bruiser machen. Schauen wir uns also erstmal seine Fähigkeiten an. Hierbei werde ich so vorgehen, dass ich zunächst die Fähigkeiten von Quinn und dann die von Valor vorstellen werde. Außerdem gebe ich euch zunächst einen Überblick und dann schauen wir uns einige Details an. Die Passive nennt sich zunächst Harrier. Damit ist er in der Lage, gegnerische Ziele zu markieren und markierte Zielen einen Bonusschaden anzurichten, falls er diese mit einem Auto-Attack angreift. Der Bonusschaden wird dabei mit einer relativ komplizierten Formel berechnet, aber das schauen wir uns in den Details später an. Die Q-Fähigkeit nennt sich Blinding Assault. Dies ist ein Skillshot, welcher eine ziemlich große Reichweite besitzt. Ziele, die mit dem Skillshot kollidieren, kriegen physischen Schaden und werden für 1,5 Sekunden geblendet. Wenn man diese Fähigkeit maximiert, wird man feststellen, dass zwar das Blinding gleich bleibt, jedoch der Cooldown dramatisch sinkt und der Schaden, aber auch die Mana-Kosten selbstverständlich steigen. Die nächste Fähigkeit nennt sich Heightened Senses. Damit ist Quinn in der Lage, die Umgebung um sich herum aufzudecken mit einer Reichweite von 2100, was wirklich ziemlich hoch ist. Außerdem bekommt er eine Passive, die es ihm ermöglicht, einen Attack Speed Bonus zu bekommen, falls er ein markiertes Ziel angegriffen hat. Dieser hält 3 Sekunden und falls man diesen Skill maximiert, wird man feststellen, dass der Attack Speed Bonus ganz einfach steigt. Die Aufdeckung der Gegend drumherum hält allerdings nur 2 Sekunden. Die E-Fähigkeit von Quinn nennt sich Vault. Diese Fähigkeit finde ich besonders schön, da es sie in dieser Form noch nicht gibt. Wenn Quinn damit ein Ziel anvisiert, springt er es an, slowt es um 70%, was ziemlich lange ist, und dann springt er von dem Ziel wieder zurück. Diese Fähigkeit sieht nicht nur ziemlich cool aus, sondern ist auch verdammt praktisch. Denn der neu gewonnene Abstand entspricht quasi seiner maximalen Reichweite von 525. Neben dem Slow wird auch das Ziel ebenfalls markiert, das bedeutet, man erhält einen Bonusschaden, wenn man es als nächstes attackiert. Sollte man diese Fähigkeit maximieren, wird man feststellen, dass der Cooldown sinkt, die Mana-Kosten gleich bleiben und der Schaden natürlich steigt. Aber der Slow wird quasi nicht verbessert. Wobei man dazu sagen muss, dass 70% ziemlich viel ist, die natürlich aber über 2 Sekunden immer schwächer werden, ähnlich wie der Slow von Nasus. Gut, und die Ultimate nennt sich Tag Team. Mit dieser Fähigkeit ersetzt quasi Valor den Quinn und man kann nun einen Raben steuern. Dieser Rabe erhält zunächst einen unglaublichen Move-Speed-Bonus von 80%. Sobald er sich jedoch im Kampf befindet, sinkt der Bonus auf lediglich 20%, was aber trotzdem noch ziemlich viel ist. Neben der Veränderung der Fähigkeiten, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen, hat man auch die Möglichkeit, diese Fähigkeit abzubrechen, beziehungsweise nach 20 Sekunden wird Sky Strike aktiviert. Das bedeutet, es regnet in einem relativ großen Umkreis enorm viele Pfeile, die abhängig vom fehlenden Leben mehr Schaden anrichten. Ähnlich wie die Ulti von Riven. Hierbei muss man noch sagen, dass der Cooldown dieser Ultimate ziemlich hoch ist. Gut, aber wie sehen nun die Fähigkeiten aus, wenn wir ein Rabe sind? Oder ist es eine Krähe? Ich weiß es nicht. Zunächst muss man sagen, dass die Passive nicht mehr besteht, da natürlich der Rabe selbst die Ziele markiert hat. Gut, das Q verliert in der Krähenform die Reichweite. Das bedeutet, er verletzt damit alle Ziele um sich drumherum und blendet diese nach wie vor. Auch der Schaden ist dabei gleich. Die W-Fähigkeit ist immer noch kostenlos aktivierbar, aber Valor selbst bekommt den Bonus quasi für diese 20 Sekunden. Das bedeutet, auf der 5. Stufe habt ihr einen Attack-Speed-Bonus von 80%, was enorm viel ist. Die E-Fähigkeit hat sich ebenfalls ein kleines bisschen verändert. Der Schaden bleibt zunächst gleich, aber man springt quasi von dem Ziel nicht mehr weg, sondern bleibt bei dem Ziel. Diese Fähigkeit ermöglicht nun Teamkämpfe zu engagen, das bedeutet, man kann in das Team reinspringen und alle um sich drumherum blenden. Was ziemlich praktisch sein kann. Der Slow bleibt natürlich ebenfalls erhalten. Alles klar, gehen wir nun ein bisschen ins Detail. Die Passive markiert nämlich ihre Ziele nicht völlig zufällig, sondern nach einem gewissen Muster.
Zunächst werden Ziele eher markiert, wenn sie zuvor angegriffen wurden. Als nächstes werden verletzte Champions anvisiert und als letzte Priorität werden quasi verletzte Minions markiert. Dies macht das Last Hit natürlich unglaublich praktisch, aber man kann damit auch den Gegner gut harassen. Die Fähigkeit hat dann in 10 Sekunden Cooldown, man muss aber dazu sagen, wenn sie regelmäßig getriggert wird, dann ist der Cooldown lediglich bei 3 Sekunden. Kommen wir nun zum Q. Im Spiel selber ist natürlich diese Fähigkeit ebenfalls praktisch, um den Gegner zu harassen, ihn aus einer großen Entfernung zu blenden, aber auch in der Form von Valor ist diese ziemlich praktisch, um ganz einfach im Teamfight alle um sich herum erblinden zu lassen und somit ihre Auto-Attacks völlig nichtig zu machen. Das bedeutet, den Gegner zunächst anspringen und dann blenden ist natürlich für den AD-Carry enorm schrecklich. Als nächstes möchte ich über die E-Fähigkeit nochmal reden. Man muss hier nämlich dazu sagen, dass der Schaden im Vergleich zum Q relativ gering ist. Auch die Skalierung ist wirklich schlecht. Jedoch ist die Utility dieser Fähigkeit enorm praktisch. Das bedeutet, man kann den Gegner dadurch nicht nur ziemlich gut harassen, denn die Reichweite dieser Fähigkeit ist höher als die Auto-Attack-Range, sondern man kann auch vom Gegner Abstand suchen. Das bedeutet, sollte jemand auf einen zurennen, kann man ganz einfach die E-Fähigkeit aktivieren und ist quasi von dem Gegner weggesprungen und hat ihn auch noch geslowt. Außerdem habe ich festgestellt, dass man über ziemlich viele Klippen mit dieser Fähigkeit springen kann. Man muss sich natürlich auf eine gestörte Weise positionieren, aber es klappt an ziemlich vielen Ecken von Summoner's Rift. Kombiniert mit der W-Fähigkeit seid ihr auch in der Lage, das Gebiet natürlich um euch drumherum aufzudecken und dann die E-Fähigkeit zu nutzen, um quasi Gelände zu überwinden. Das bedeutet, ihr könnt zu Jungle-Minions springen, wenn ihr versuchen wollt zu entkommen. Hierbei muss man jedoch die Reichweite der Fähigkeit bedenken. Das bedeutet, es kann sein, dass ihr ganz einfach jemanden anspringt, aber wieder über der Mauer landet. Ein weiterer Hinweis ist, dass ihr nicht zum Baron, aber auch nicht zum Dragon mit dieser Fähigkeit springen könnt. Die Reichweite ist dafür zu gering. Jedoch ist es ohne Probleme möglich, die anderen Jungle Camps quasi anzuspringen. Entweder durch einen Ward, aber auch ganz einfach durch die W-Fähigkeit. Wobei man dazu sagen muss, dass das W einen enorm hohen Cooldown hat. Gut, und werfen wir nun einen detaillierten Blick nochmal auf die Ultimate. Denn hier muss man sagen, dass der Move-Speed-Bonus, den man erhält, enorm hoch ist. Das heißt, diese Fähigkeit ist optimal zum Initiieren von Teamfights. Selbstverständlich nur dann, wenn man ein Tanky-Build hat. Sobald man sich jedoch im Kampf befindet, das heißt, jemanden angreift, dann sinkt der Bonus dramatisch und erst wenn man sich außerhalb des Kampfes umherbewegt oder ganz einfach verschwindet, dann bekommt man den Bonus nach einer gewissen Zeit wieder. Das heißt, diese Fähigkeit ist ebenfalls zum Flüchten auch richtig gut. Außerdem ist natürlich auch Valor in der Lage, mit dem W und dem E über Klippen zu springen, das bedeutet zu gegnerischen Einheiten, um somit Distanz vom Gegner zu gewinnen oder jemanden hinterher zu jagen, je nachdem. Tja, und zu guter Letzt wollte ich noch einen kleinen Vergleich mit der Ulti von Riven machen. Denn hier muss man sagen, dass zwar Riven ebenfalls einen Flächendamage damit anrichtet, jedoch der Grundschaden etwas geringer ist, aber der maximale Schaden davon höher. Also wenn dem Ziel natürlich sehr, sehr viel Leben fehlt, das ist klar. Quinn bringt jedoch den großen Vorteil mit, dass seine Fläche wesentlich größer ist und ich denke damit etwas effektiver, vor allen Dingen dann, wenn man mehr Ziele reinbekommt. Die Skalierung ist zwar etwas schlechter, aber wenn man da mehr Leute damit trifft, ist es natürlich effektiver. Gut, ich denke, das war's. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick, was die Fähigkeiten nun angeht. Der ein oder andere Trick war natürlich dabei. Wenn ihr Gameplay-Videos sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach in meine Beschreibung schauen. Da habe ich schon einige reingepackt, denn er wurde natürlich schon mehrmals gespielt. Viel Spaß und haut rein!